man nicht zu dir, ruft dich zurück zu mir, weil ich dich liebe. Über die Dächer der großen Stadt ruft es dir zärtlich zu, mein ganzes Glück bist du, weil ich dich liebe. Was ist das? Das ist irgendetwas zwischen klassischer Unterhaltung, zwischen leichter Tanzmusik, zwischen Zirkusmusik, zwischen Varietémusik. Es ist nächtlich, es ist mondhell, es ist unterhaltend, es ist rätselhaft, es ist abgründig, es ist sonderbar, es ist leicht, es ist überflüssig. Es ist halt so wie das Geräusch unseres Lebens. Ich kann in der Nacht nicht alleine sein, wissen Sie, ich habe Probleme, ich habe Angst vor der Dunkelheit. Schon wie ich ein Kind war, habe ich Angst gehabt, wenn ich gemacht habe, der Nacht die Schlampe aus. Ich schreckliche Angst, nicht, dass ich mir ins Bett gemacht hätte, nein, aber ich habe gezittert vor lauter Angst. Nein, ich will doch nicht, nein, nicht, was Sie denken. Nein, Madeleine, ich möchte einfach nur Ihre Antwort. Nichts mehr, nichts mehr. Ich musste mir ein Thema suchen, als mich die Deutsche Grammophon fragt, ob ich eine Schallplatte machen wollte mit dieser altehrwürdigen Marke. Habe ich überlegt, was könnte das Thema sein? Und über dieses Thema, über das ja unendlich viel gedichtet, geschrieben und auch komponiert wurde, habe ich noch nie was gemacht. Und das schien mir einfach relativ einfach, da sehr viele Lieder zu finden. Und dann habe ich gesagt, wie wäre es, wenn wir einfach ein Nachtprogramm machen würden? Und dann habe ich hingesetzt und habe Lieder der Nacht gesucht, die nicht so furchtbar bekannt waren, die interessant waren, die ich auch singen konnte. Und dann habe ich denen da 25 Lieder angeboten von den Deutschen Grammophon. Dann haben wir uns auf was 15, 16 oder 17, nee, etwa 20 geeinigt. Und daraus habe ich dann dieses Programm getastet. Dicendo ogni cosa ai fanali illuminati ad un gatto innamorato che randagio se ne va. E basta da tutto. Es ist ein ganz kompliziertes Wechselspiel, was da stattfindet. Und wenn man selber keinen Spaß dran hat und auch nicht keinen Spaß mit der Band, mit der man oder mit den Menschen, mit denen man auf der Bühne steht, dann springt auch kein Funke über. Also das ist beides. Natürlich macht man das immer fürs Publikum und die bezahlen Geld und die möchten einen schönen Abend haben und das ist mir natürlich heilig. Das zu machen, also das eben so gut wie möglich zu machen, aber das funktioniert auch nicht, wenn ich nicht immer wieder versuche und das ist das Anstrengende, das Schwierige und manches Mal das Ermüdende, immer wieder diesen Funken Spaß oder überhaupt diesen Spaß, diese Freude dran zu haben. Das ist ganz wichtig. Der Herr, der macht halt Krach. Das gehört dazu. Klappern gehört zum Handwerk.